Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier. Ne? Also ich weiß nicht, wer die letzte Folge von euch gesehen hat, ist nichts passiert. Wir stehen ja wieder an der gleichen Stelle. Nein, nur ein Geruch mehr. Wir sind zurück in der Schneelandschaft hier an der Höhle der Zoras mit unserem guten Christoph. Hallo, genau. Vor den Schneebergen und ihr habt es gerade schon gesehen, die orange Dunstwolke, denn wir haben in der letzten Folge erfolgreich den Geruch der, was war das überhaupt hier, die, war das noch Ilia Dunst, oder? Geruch der Geister. Ach genau, ja, richtig, von, aus dem Tempel. War das? Die vier, ja, die wir, ja klar, vier Geister, die vier Geister, so, den haben wir dann vergessen und haben jetzt hier den Geruch der Dunstforelle uns, ja, gemerkt. Genau. So, und die Witterung aufgenommen, sag ich immer, das ist ja eigentlich auch passender, finde ich. So, und jetzt geht's hier also wieder in den 40 cm Neuschnee, genau, in den Schneebergen. Hoppala, die Eiswölfe. Hups, die fliegen ja hier. Durch das Bild. Wahnsinn. Ja, aber guck mal. Was ich noch gesagt habe, ist wie in der Wüste in OOT. Ja, einfach durchrennen. Hoppala. Ups, ja. Nein, aber du musst hier wieder wissen, wie du herläufst, sonst kannst du das wieder nicht schaffen. Leider Gottes ist das so. Autsch. Was ist denn jetzt? Abgerutscht. Kommt schon mal vor. Ja, und jetzt? Ihr seid ja witzig. Ups. Runter. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Und hab. Guter Wolf, gut. Auf jeden Fall. So. Dann, Ja, guck mal, jetzt. Ach, guck mal. Das Rot der. Schön. Blutrot die Berge durch den Sonnenuntergang. Ich dachte, das ist alles von der Dunstforelle. Ja, alles von der Dunstforelle. Der Geruch der Dunstforelle, ja. Da, der. So. Ja, war schon richtig. Das Herzchen nehme ich doch mit. Nimm's mit doch. Das ist völlig zurecht. So, hier ist nix. Das hier. Und da geht's weiter. Ach, guck mal. Ja, guck mal, haben wir alles richtig gemacht hier. Ja, liebe Leute, und ich glaube, diese Folge nehmen wir es dann auch mal endlich in. Sind Eis. Eisfledermäuse. Eisfledermäuse. Eisbands. Warum auch nicht? So, ja, aber jetzt. Hetnard. Hetnard, Bams. Tatsächlich. Witzig. Hetnard. Witzig. Nehmen wir es jetzt auch mal in Angriff, ne? Nach doppeltem Teaser. Hatten wir schon mehrfach versprochen, und da unten wäre ein Geist gewesen, schade. Tam tam tam. Ja, aber den vergessen wir nicht, deswegen jetzt erstmal Topic of the Day, ne? Top 1. TPHD. Es ist offiziell angekündigt, liebe Leute. Und zwar ja, für den 4. März 2016. Jetzt ist schon die allererste Frage, die man sich stellen muss. Wir hatten ja am Anfang dieses Let's Plays drüber gesprochen. Was heißt das jetzt? März ist ja dann doch noch ein bisschen hin. Andererseits. Heißt das jetzt, wir schaffen vielleicht noch das Weihnachtsgeschäft 2016, oder heißt es, es gibt nächstes Jahr gar keinen neuen Zelda-Titel? Ach so, ja. Ne? Das ist natürlich bei 6-7 Monaten eine berechtigte Frage. Jo. Witzig. Freeze on contact, also passiert. Das ist das Erste, was sich jetzt natürlich viele fragen. Vor allem gibt es vielleicht wieder zwei Versionen, sprich eine Wii U und eine Variante quasi für die neue Konsole, denn es gibt ja die Theorie, dass Zelda Wii U dann, Zelda U oder wie auch immer es dann überhaupt heißt, wenn es ja, für eine neue rauskommt, ja nicht genau. Eben, nur mit der Nintendo Codename NX rauskommen soll. Das wäre natürlich dann noch schockierender. Also wenn sie sich jetzt die Wii U-Version sparen würden, dann gäbe es ja quasi für diese Konsole hier gar keinen eigenen Zelda-Titel, außer Wind Waker HD, was ja nur ein Remake war. Ja, genau. Und, wie TP, und TP HD, halt. Genau, dann gibt es also zwei Remakes. Remake, ja. Das wäre dann natürlich, in meinen Augen eine Frechheit. Aber gut, kann man jetzt sehen, wie man will. Denn auch zur nächsten Nintendo-Konsole gibt es ja bisher nur Gerüchte. Aber ähnlich entscheidend ist natürlich für uns, ja, also Twilight Princess HD, haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen, ist ja irgendwo ein Must-Have, ne? Gar keine Frage.
Das Problem ist nur, wir kommen in Planungsnöte. Das wäre richtig, ja. Mit dem... Weil wir, wenn wir dieses, also in dem Moment, wo wir dieses Video aufnehmen, wissen wir schon, dass wir in Folge wie viel sind? Wir sind jetzt in Folge 54, glaube ich. So, und die würde wann released werden? Folge 54 ist gar nicht so weit weg. Wir sind ja jetzt schon bei 40 morgen. Also wir haben jetzt wieder Sonntag und Montag kommt dann Folge 40 raus. Das kann ich jetzt sagen, wahrscheinlich haben die meisten das von euch schon gemerkt. Dem Christoph hatte ich das schon so halbwegs angedroht, dass wir jetzt so ein bisschen dann auch... Genau, wir geben jetzt ein bisschen Gas und zwar gibt es einfach eine Folge mehr pro Woche. Und auch aus organisatorischen Gründen, weil wir so schön vorgearbeitet haben, für uns dann ein bisschen praktischer, gibt es jetzt 4 Folgen hintereinander weg. Und dann, wer da Bock drauf hat und schon mal reingeschaut hat, hoffe ich doch, gibt es ein klassisches Fallout. Hoppala. Wochenende. Das heißt also immer Freitag, Samstag, Sonntag gibt es jetzt das schöne neue Fallout 4. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir mit dieser Variante hier bis nächstes Jahr durch sind. Ne, damit sowohl ihr als auch wir noch so ein bisschen Leerlauf haben vor TPHD. Zack, zack. Ja, es ist vor allem doof, dass ich gerade hier in Menschengestalt bin. Achso. Wo willst du denn hinwarpen, Feigling? Witzig, dass ich mich da rauswarpen kann. Ha. So, jetzt geht's los hier. Ach, da ist schon mal. Ja, von daher, ne, werden wir mal sehen, wie es jetzt weiterläuft. Also wir sind für uns selbst hier absolut im Soll. Das ist nicht das Problem, auch mit der einen Folge mehr. Und natürlich hat bei uns momentan Fallout so ein bisschen Prio, weil ist halt auch einfach interessanter, müssen wir leider so sagen, wie es ist. Aber relevanter. Relevant, das sowieso auch noch. Oh, da haben wir ihn. Und, mit seiner Forelle. Mit seiner geilen Forelle. Also ja, und zu dem Rest kommen wir dann gleich mal. Jetzt gucken wir erstmal eine relativ interessante Cutscene hier. Was ist das denn? Sieht das schon irgendwie ein bisschen interessant aus. Guck mal. Der ich wollte irgendwas lauschen, ja. Ungewöhnliche Farbe für einen Wolf. Sieht lecker aus. Aber heute gibt's schon Fisch. Eigentlich schon Feig, der für ein Riesenvieh gefangen hat. Meine Herren. That's what she said. Alter, das Ding ist ja größer als wir. Achso. Und Cutscene. Witzig. Oh. Oh. Dachte ich mir doch, so ein Lärm kann nur von einem Menschen stammen. Passiert das selten, dass sich einer in dieser Gegend verirrt. Was willst du eigentlich hier? Du bist wohl einer dieser Typen, die auf der Suche nach sich selbst sind. Nein. Nicht wirklich. Wenn ich was sage. Was? Du bist extra hierher gekommen, um diesen Spiegel zu suchen? Auf jeden Fall gut geklettert und du hast Glück, mich hier zu treffen. Hab gerade neulich eine Scherbe von diesem Spiegel gefunden. Vielleicht war das ja das, was du suchst. Ja, dann her damit. Also dann, du kannst ja mit zu mir kommen und dir die Scherbe anschauen. Hab auch gerade diesen leckeren Fisch gefangen. Du kannst ja mit uns essen. Ja, sehr gerne. Wer ist denn jetzt mit uns? Also isst du jetzt mit dem Fisch was anderes, oder? Mein Haus ist da ganz unten. Wir rutschen runter. Mach's mir nach. Geil. Ja, geilo. Ja, geil. Er sagt, boah, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wie nice. Okay. So, 1080 Avalanche kommt jetzt in die Runde. Einem Bein stehend. Hammer nice. Wirklich, das war jetzt ein Jingle wert. So, dann mal los. Aufsteigen. Jawohl, jetzt machen wir hier erstmal einen auf Tony Hawk. Ja, ich sage 1080 Avalanche von daher. Kaputt. Ja, achso, nee, doch nicht. Wäre jetzt irgendwie witzig, weil du kämst ja nicht zurück. Geil! Jawohl! Aber ich kann keinen Trick machen. Nicht? Nee. Kein nicht. Irgendwie. Was gab's denn da so überhaupt? Erstmal abbremsen.
Geil. Mal gucken. Halfpipe? Nee, das ist ja genau andersrum. Ist aber schön, dass wir auch hauen können. Ja, genau. Völlig normal. So, ich wette, bis wir unten ankommen, hat er die Scherbe schon verkorkst. Ach nee, wir sind schon da. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Hat er. Safe, safe. Woo. Und jetzt nimm sie. Schanze. Alter. Ah. Ja, zieh sicher den Baum. Verfehlt. Nehmen wir hier mal die landschaftlich reizvolle Route hier links rum. Die landschaftlich reizvolle. Leizvoller. Leizvoller. Oh, Lili. Oh, Lili. Oh. Da habe ich da mal gegengeschlagen vorhin. Ja, genau. Im Vorbeifahren. Komplett. Hier gibt es bestimmt auch irgendwas irgendwo zu holen, von dem wir nicht wissen, dass wir uns holen können. Aber ja, das ist natürlich relativ wahrscheinlich jetzt gerade, dass wir hier nicht die... Oh. Ja, ich mache hier einen auf Mario. Weißt du? Ja, drift, drift schon. Hatter. Hatter, safe, safe. Hunter. Hunter. Das ist aber ein geiles Anwesen, dass der komische Riese da hat. Ja, ne, für einen Yeti. Allerdings, Nicht so viel. Bitte ganz oben, komm. Also manchmal fuckt mich dieses Spiel ja echt ab ohne Ende, ne? Also. Oh, liebe Leute, ihr wart mal wieder live dabei, ey, wie ich es liebe einfach. Diese Momente, ey. Ja, gut. Schade. Macht nichts, wir wollen ja eh noch ein bisschen über Twilight Princess HD reden. Ja, richtig. Ist ja eh gerade ein bisschen ruhiger hier. Ist ja eh gerade, genau. Ist ja nicht so wirklich viel los. Also, ihr habt gelernt, nicht runterfallen. Und, wir bleiben gespannt. Eine weitere Frage ist ja vor allem auch das Steuerungsprinzip. Weil, ich meine, ne, Motion Control gibt es jetzt für die Wii U nicht. Außer natürlich... mit diesem hässlichen, riesen, fetten Controller. Also es gibt schon eine Motion Control, also du kannst ja schon mit dem Controller so... Ja, machen, genau, also. Aber ich benutze den immer noch, glaube ich, relativ ungern. Ich habe da zwar ein paar Mal Mario Kart gespielt, aber es geht halt wirklich nur um so Sachen wie zum Beispiel Zielen. Ihr kennt das noch von Wind Waker HD. Ne? Und ganz ehrlich, das sieht nicht nur ulkig aus, was ihr ja eh nicht sehen könnt, außer ihr habt es selber schon mal gemacht. Ich finde es auch irgendwie unpraktisch. Also das ist... Oh, war ernsthaft? War knapp genug. Der ist einfach nochmal boah, zu langsam geht's mir auf den Keks. Also wenn es nochmal passiert, dann machen wir einfach einen kleinen Cut, liebe Leute. Ja. Aber ich war ja eh noch nicht fertig. Also die Frage stellt sich im Raum. A, Gamecube oder Wii-Version. Da muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass es die Gamecube-Version wird. Und dann heißt es, alles hier, was ihr jetzt hier gerade seht, ist wieder spiegelverkehrt. Also eigentlich richtig. Ne? Weil die Gamecube-Version kam ja zuerst. Link ist wieder Linkshänder, der linke Bursche, und Motion Control fällt dann halt flach. Wie sich das genau manifestiert. Oh, ja. Boah, geilo! Woo! Da wären 50er gewesen, aber naja, gut. Aber immerhin kriegt er jetzt hier bei jeder Abfahrt nochmal was Neues geboten. Ja, allerdings, ey. Schade. jetzt nicht. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass. Nur diese Spiegelung dann den Widerspielwert erhöhen würde, aber wir haben es ja mehrfach schon gesagt, alleine aus grafischer Sicht bin ich da richtig, richtig heiß drauf. Also ganz ehrlich, da sehe ich eine Menge Potenzial. Ist jetzt natürlich die Frage, würden sie Skyward Sword noch hinterher schieben, aber das ist ja bis jetzt noch nicht entdeckt worden. Also Twilight Princess HD ist ja vorher schon mal, ich weiß gar nicht mehr, wo genau haben die das gemerkt, irgendwie in irgendwelchen Dokumenten oder sonst. Ja, wahrscheinlich, weil wieder auf irgendeiner Website wieder irgendwas. Na, sei froh, sonst hätte ich die Kurve. Ja, wahrscheinlich. Sonst wieder schief gelaufen hier irgendwie. Nice. Das ist jetzt die Safe-Variante, ne? Aber den Sprung, den hast du gesehen, ne? Den habe ich gesehen, ja. Hat schon Stil. So, wir haben es geschafft. Hier ist das. Was ist denn mit dem los? Für einen Schneemenschen wohnt er ja in einem richtigen Palast. Ja, allerdings. Ja, so. It's a trap! Meinst du? Keine Ahnung. Meinst du? Kommt mir nur so vor.
Lalalala. Nee, wir kriegen die jetzt und fertig. Und dann können wir in den Heiligen Hain. Und da kriegen wir die nächste und fertig. Genatzt, liebe Leute. Nein. Die Bergruine. So sieht die auch aus. Voll die Ruine und so. So, jetzt müssen wir erstmal wieder zum Tier werden. Und erstmal unsere Dunstschwaden der Dunstvogel. Ach, guck mal da. Wir merken uns übrigens, ne? Ihr merkt euch das natürlich auch. Wir haben draußen noch einen Pole liegen lassen. Zack. Nummer, ich glaube 16. 16 schon. Also der draußen 17, ey, dann haben wir ja schon. Fehlen nur noch 3 Stück. Ja, wenn wir den draußen holen, dann. Ja, aber immerhin, ne? Also das ist ja nix. So. Jetzt ist die Frage nur, da oben ist eine Tür, dann gehen wir doch da mal hin. Genau. Oder auch nicht. Oder genatzt. Oder hier ist eine Tür. Dann nehmen wir die zuerst. Dann nehmen wir doch einfach die hier. Ja, so, also damit haben wir den Dialog, der keiner war, sondern meinen elenden Monolog dann auch schon beendet. Rüber da, direkt zack. Aber hier. Wie denn? Ja, schade. Kannst du nicht rüber gleiten? Ja, sicher. Toller Lol. Wäre schon lustig, oder? Wenn das jetzt gehen würde. Das geht bestimmt. Aber hier geht's nicht. Nein, dann ist hier noch nicht. Meinst du nicht? Mit dem Gleiter so tschupp. Meinst du? Über den 10 Meter Abgrund mal eben so. Mit genug Anlauf und Springen und über. Dann gehen wir mal in den Hauptraum. Ah, guck mal. Wer bist du? Oh. Verzeih mir. Ich fühle mich nicht gut. Kannst du etwas näher kommen? Ja, sicher. Hi. Oh, was für ein süßer kleiner Gast. Mein Mann hat mir alles erzählt. Du möchtest den Spiegel sehen, nicht wahr? Mein Mann hat ihn gefunden. Er ist so wunderschön. Aber seitdem dieser Spiegel im Haus ist, geschehen schlimme Dinge. Ich werde ständig krank und Dämonen suchen mich heim. Deshalb haben wir das Schlafzimmer im 3. Stock, wo wir ihn aufbewahren, verschlossen. Warte einen Moment. Ich kann dir gleich sagen, wo der Schlüssel ist. Aber wir haben schon die Karte vom Anwesen. Geil. Ja, okay. So läuft es hier. Ganz neues Dungeon. Einfach nur eine fette Ruine. Das Fieber vernebelt meine Sinne. Aber ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich glaube, wir haben ihn in das Zimmer mit dieser Markierung gelegt. Ich dachte im 3. Stock. Hä? Aber ich kann ja noch nicht einmal aufstehen. Würdest du ihn mir bitte bringen? Versuch es zunächst mit der Tür da drüben. Na gut. Oh Gott, das wird jetzt so ein bisschen Luigi's Mansion / Waldtempel aus OT, ne? Ach, guck mal. Was hat der denn da hinten dran, ey, wie das aussieht? Ich will nicht genau wissen. Oh, da bist du ja. Das sieht doch so geil aus. Vor allem sie sieht ja im Gesicht aus wie so ein normaler Mensch. Ja, aber eben. Er und Fro sah gar nicht gut aus, oder? Ist krank, seit der Spiegel im Haus ist. Deshalb koche ich ihr jetzt eine gute Suppe. Die Fische von der Höhle der Zora sind die besten. Isst du auch davon, wenn du erschöpft bist? Das macht dich wieder frisch. Ja dann. Das sah gerade witzigerweise eher wie so eine Wolfschnauze aus als. Ja. Wer weiß, der hat uns ja auch lecker gefunden, also von daher. Ja, eben. So ganz ausschließen möchte ich das eher, nicht. So, dann komm hier, dann nehmen wir mal. Zack. Du füllst dünne Suppe in deine Flasche. Sie riecht nach Fisch. Soweit esse ich immer besonders gerne. Sieht nicht nach dünner Suppe aus. Wow. Wahnsinn. 2 Herzen wieder aufzufüllen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Dann müssen wir mal an seinen Kochkünsten. Wäre geil, wenn man die pimpen könnte, die Suppe im Laufe des Dungeons, und die dann besser wird. Und man dann mehr Herzen. Ja, ist halt so ein bisschen wie, ne, so Eintopf. Der muss jetzt erstmal eine Nacht ziehen. Ja, dachte ich halt. Dann wird's dicke Suppe. Ja, fand ich ja. Und dann gibt's noch pelzige Suppe. Oh, herrlich. So, was haben wir hier? Achso, ach, da brauche ich gar nicht. Achso, aber das ist wahrscheinlich. Ja, okay.
Was haben wir denn hier? Okay, wir haben einen eisigen Block und einen normalen Block. Jetzt ist die Frage. Was haben wir denn hier? Endlich wieder ein Rutschlevel! Ja, endlich. Hat ja auch so lange gedauert. Plöpp. Das ist aber leider nicht so wirklich. Ups, nicht wirklich schwierig. Wobei. Ah ne, doch nicht. Alles gut. Na. Na. Mein Gott. Achso, okay, und jetzt da, zack, alles klar. Ja, jetzt, ja, ja. Ich wusste erst gar nicht, wo du genau hin musst. Ich so, hä? Aber ja, klar, ja, du musst halt auch. Hab ich gesehen, hab ich gesehen. Hat er gesehen. Im Gegensatz zu manch anderen Rätseln war das doch relativ überschaubar, oder zumindest habe ich es schnell Ding Dong gerafft, worum es ging. Ja, jetzt habe ich es dann ja auch, aber... So jetzt. Ach, ja. Ja doch, tatsächlich, wir sind jetzt ja, nicht, noch nicht draußen, aber... Es erinnert mich so an Pokémon Heart Gold, die siebte Arena, da habe ich auch ewig dran gegriffen, bis ich dann am Ende geschnitten habe. Schnauze voll. Dieses Rutschrätsel da. Ja, ja, das ist immer ein Traum, immer ein Traum. Und jetzt von oben so ein Eiszapfen, so BAM! Ist jetzt gerade so, hä? Aber wir, ach, wir sind im Innenhof, ja, her dann. Oh, mit einem Herzschloss vor der Tür. Kriegen wir das, den Herzkontakt? Ach, nee. Kriegen wir den direkt. Ja, schon. Ja, liebe Leute, und damit seht ihr, wir sind tatsächlich ganz offiziell im nächsten Dungeon. Hätte man jetzt so vielleicht gar nicht gedacht, aber sieht ja auch relativ interessant aus. Und, wie es dann jetzt hier in diesem Dungeon weitergeht, das würde ich sagen, klären wir aber in Ruhe in der nächsten Folge. In dem Anwesen hier der beiden, ich bleibe jetzt einfach bei Yeti, in der Bergruine. Und während der Christoph jetzt hier noch ordentlich die Schneewölfe auseinanderfetzt, sagen wir schon wieder Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt ja einfach mal so eure Meinungen, ersten Eindrücke, wenn ihr irgendwie Screenshots gesehen habt oder so zu Twilight Princess HD, unten in den Kommentaren zurücklassen. Und ja, wie gesagt. So. Bleibt dran. Wer hat noch nicht, wer will nochmal. Freut euch auf die nächsten Folgen und ich hoffe, es gefällt euch immer noch und es bleibt spannend. So viel kann ich versprechen. Und deswegen tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Zelda Twilight Princess. Haut rein, bis dahin. Ciao.